Hallo Leute und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Im heutigen Video will ich was verbessern und zwar will ich einen neuen Arbeitsplatz erschaffen hier in meiner Werkstatt. Dieser neue Arbeitsplatz kommt da hinten hin und zwar soll der ein paar Dinge auch können. Dort soll eine Station für meinen Laser hinkommen. Ich möchte mit meinem Laptop dort arbeiten können und ganz, ganz wichtig, weil ich halt hier in der Werkstatt bin und ich dann oftmals nur kurz an den Computer gehen würde, muss der auch höhenverstellbar sein. Und deswegen schauen wir uns jetzt erstmal das Gestell an, was ich für das heutige Projekt benutzen werde. So. Das hier ist das höhenverstellbare Schreibtischgestell. Das werde ich jetzt einmal fix zusammenbauen und dann sage ich euch, was das auch alles kann. Das Schreibtischgestell ist jetzt fertig aufgebaut. Das ist sehr, sehr stabil. Also ihr habt es eben schon gesehen. Das ist jetzt ganz ausgefahren. Das ist die höchste Einstellung. Ich bin nicht so groß. Deswegen wird es auch für große Personen wirklich gut sein, wenn man im Stehen dran arbeiten möchte. Das hat halt jetzt noch ein paar Features, was ich euch ganz kurz zeigen möchte. Hier seht ihr jetzt das Touchpanel, mit dem man halt eben alles steuern kann. Die Kindersicherung müssen wir jetzt erstmal aktivieren, dass wir halt eben nicht aus Versehen das Ganze einschalten. Und hiermit können wir das Ganze ganz einfach manuell hoch und runter fahren. Natürlich haben wir auch hier 4 Plätze, die wir speichern können. Das bedeutet, wenn wir uns stellen wollen, können wir einfach hier zum Beispiel auf die stehende Person hier drücken. Bei mir ist das die 2. Genau, das hier war der Anschlag und die Nummer 1 ist jetzt zum Beispiel ganz unten. So sieht es aus, wenn der Schreibtisch ganz unten ist. Jetzt fahren wir mal hoch und ich zeige euch, was passiert, wenn da irgendwie ein Gegenstand im Weg wäre. Wenn wir das Ganze nämlich hochfahren und hier ist halt ein Widerstand, dann merkt das Gestell das halt eben und stoppt. Das geht in beide Richtungen. Wenn wir jetzt zum Beispiel nach unten fahren, dann bleibt es halt auch stehen und fährt halt wieder ein Stückchen nach oben. Falls ihr weitere Infos zu diesem Schreibtischgestell haben möchtet, schaut gerne mal in die Videobeschreibung. Dort werdet ihr dann entsprechende Infos finden. Und wir werden uns jetzt mal um die Holzarbeiten kümmern, damit mein neuer Arbeitsplatz auch endlich fertig werden kann. Hier soll mein Schreibtischgestell hinkommen. Deswegen werde ich jetzt hier ein paar Maße rausnehmen. Und dann können wir uns mal das Holz raussuchen, was wir für das heutige Projekt halt eben brauchen werden. Für die Maße von meinem neuen Arbeitsplatz habe ich mich sehr an dem Laser orientiert und an dem Platz, den ich hier halt eben nur zur Verfügung habe. Ich weiß, meine Werkstatt sieht in den Videos nicht so klein aus, aber das hier sind so die Feinheiten, die dann wirklich eine Schreinerei ausmachen. In einer richtigen Schreinerei hat man nämlich deutlich mehr Platz, um allein das ganze Rohmaterial zu lagern. Hier war ich mir noch nie so genau sicher, was das für Holz sein könnte. Sieht ein bisschen aus wie Kirschholz, aber die Rinde sieht dafür nicht entsprechend aus. Deswegen bin ich mal gespannt, wie das aussieht, wenn wir es fertig gehobelt haben. Da haben wir noch so eine Bohle und da hinten haben wir noch ein bisschen Walnuss. Wir werden jetzt erstmal Stück für Stück zuschneiden, bis wir genug Holz haben. Vielleicht habt ihr es in der Vergangenheit ja schon mal gesehen. Ich schneide mein Massivholz sehr, sehr gerne mit der Handkreissäge zu. Einfach, weil das eine einfache Möglichkeit ist und die Bohlen oftmals zu schwer sind, um sie auf irgendeine Maschine zu legen. Aber schreibt mir doch gerne mal in die Kommentare, wie ihr euer Massivholz zuschneidet. Weil die Bohlen zu lang für meinen Besäumschlitten sind, schneide ich im ersten Arbeitsschritt die Waldkante mit der Tauchsäge weg. Wir haben das Holz grob zugeschnitten und es ist viel mehr, als wir später fertig haben wollen. Ich zeige es euch mal genauer. Erfahrungstechnisch schaue ich mittlerweile, wenn ich die Bretter, die einzelnen Kanten einfach so zusammenlege, eigentlich, dass ich so bei einem Maß von 70 cm, wo ich hin will, schon fast 10 cm mehr drauflege. Denn wir haben hier halt wirklich sehr, sehr viele Fugen dazwischen. Wir haben noch Ausreißer, hier haben wir zum Beispiel einen fehlgesetzten Schnitt, der schlägt halt sehr stark zu Buche und generell hobelt man viel mehr weg, als man tatsächlich denkt. Ich habe jetzt hier noch einen Streifen Walnuss, den brauche ich theoretisch nicht, aber ich werde schauen, dass das Ganze von der Optik her auch passt. Deswegen werde ich vielleicht hier ein Stück austauschen, damit hier dann ein Stück Walnuss hinkommt und nicht nur hier dieses Kirschholz ist und dann halt eben ein Streifen Walnuss. Wie gut, dass ich erst letzte Woche die Hobelmaschine mal wieder fit gemacht habe, denn da waren die Messer verstellt, die Messer waren stumpf und der Abgabetisch hat sich auch verstellt, weswegen sich die Welle nicht mal mehr gedreht hat. Das habe ich jetzt repariert, scharfe Messer sind jetzt auch drin, das bedeutet, jetzt können wir es abrichten. Tatsächlich hört man beim Hobeln dann noch einen richtigen Unterschied, denn scharfe Messer hören sich viel sauberer an beim Hobeln als stumpfe Messer. So Leute, ich habe ja in der vergangenen Woche eigentlich die ganze Woche nur die Werkstatt wieder auf Vordermann gebracht und habe da auch die Hobelmaschine wieder repariert und geschärft. Und ey Leute, schaut mal, dass ihr euch scharfe Messer wieder in die Hobelmaschine reinmacht. Da habe ich selbst, also ich warte selbst jedes Mal viel zu lange, aber so eine scharfe Hobelmaschine, das ist wirklich ein Träumchen, was da für ein Ergebnis rauskommt. Ich zeige es euch mal ein bisschen im Detail. Das ist wirklich super, richtig, richtig toll. Die Oberfläche sieht super, super schön aus, keinerlei Ausrisse, sehr, sehr schön.
Ich habe die ganzen Riegel ausgerichtet und jetzt kann ich hier überall meinen Holzleim raufgeben. Ich kann euch wirklich nicht sagen, wie sich die Hobelmaschine verstellt hat. Auf jeden Fall hat sich der Abgabetisch um mehrere Millimeter verstellt, sodass die Hobelwelle in den Abgabetisch reingeschlagen hat, wenn man die Maschine eingeschaltet hat. Ganz abgefahren. Zum Verleihen benutze ich in dem Fall wieder meine Rohrschraubzwingen. Die kann ich euch für sowas echt empfehlen, denn ihr braucht unterm Strich auch nicht so viele Schraubzwingen, weil die halt eben mehrere Aufgaben gleichzeitig erfüllen. Ihr habt eine Auflage, ihr könnt sehr viel Spannkraft ausüben und das Ganze wird durch das Rohr schön plan gehalten. Und man kann sich halt eben so lang gestalten, wie man möchte. Ich habe teilweise auch das Ganze schon untereinander ausgetauscht, wenn ich dann doch längere Zwingen gebraucht habe. Hier drückst du mir jetzt so ein bisschen aus der Flucht. Dann nehme ich mir jetzt einfach ein Stück Holz und drücke das einmal in die richtige Position. Dann ziehe ich das Ganze wieder ein bisschen an. Und somit haben wir jetzt eine verleimte Platte mit wenigen Zwingen. Hier musste ich ein bisschen nachbessern, damit es schön gerade bleibt. Und das ohne viel Holzleim austritt. Und wer hätte es gedacht, natürlich benutze ich für diese Schleifarbeiten zuallererst mal meinen Langbandschleifer. Wir brauchen gröberes Schleifpapier, also kommt jetzt 60er Korn auf den Langband. Hier war es mir besonders wichtig, dass ich euch mal gezeigt habe, wie der Schleifbandwechsel aussieht, denn tatsächlich funktioniert das auch an dieser sehr großen, sperrigen Maschine sehr, sehr einfach und vor allen Dingen sehr schnell. Und ich finde es wirklich immer wieder erstaunlich, wie viel Schleifstaub bei einem 60er Korn entsteht. Wenn immer ich Massivholz zusammenleime, achte ich nicht auf die Parallelität der einzelnen Streifen. So kann man oftmals ein bisschen mehr aus dem Holz herausnehmen, nur das bedeutet dann, dass man am Schluss zuallererst mal das Brett parallel schneiden muss. Ist das jemandem von euch mal aufgefallen? Tatsächlich wird diese Technik auch genauso im Sargbau angewendet. Unsere schöne Tischplatte ist jetzt fertig zugeschnitten und der Grobschliff ist auch schon mal erledigt. Und ich weiß nicht, ob der Ton geht. Jetzt kann ich mal anfangen, alles zu schleifen. Und dann schauen wir mal weiter. Gerade bei dieser Tischplatte fand ich es selber mal wieder richtig schön zu sehen, wie toll Holz einfach aussieht, wenn man das immer feiner schleift. Als nächsten Schritt werde ich das Ganze wässern, damit sich die Fasern einmal hochstellen, die wir dann anschließend wieder wegschleifen können. So bleibt dieser Tisch hier wirklich auf eine ganz, ganz lange Zeit sehr schön glatt. Und wenn er mal auf viel Flüssigkeit drauf ausläuft, wird das überhaupt kein Problem darstellen. Und dann sieht man jetzt schon mal, wie schön das Holz gleich aussehen wird. Zum Wässern benutze ich tatsächlich auch nur ganz normales Wasser und der Effekt ist wirklich gigantisch, denn die Oberfläche wird später viel, viel länger, viel glatter sein. Die Tischplatte ist jetzt fertig geschliffen und als nächstes kommt das Finish drauf. Das ist immer einer der schönsten Punkte bei so einer Arbeit. Und da benutze ich hier mein eigenes Finish. Das verlinke ich euch mal unten in der Videobeschreibung. Das ist ein richtig toller Holzschutz, vielleicht auch für dein nächstes Projekt. Wie gesagt, ich zeige euch jetzt mal, wie das Ganze auf dem Holz aussieht. Und unten in der Beschreibung findest du dann weitere Informationen. Wenn ihr euch so eine Dose bestellt, dann ist auch in jeder Bestellung ein Lappen mit dabei, mit dem ihr halt eben das Finish auftragen könnt. Weil das hier in dem Fall aber eine größere Fläche ist, benutze ich einen Spatel. Da geht das einfach ein bisschen schneller und man spart auch noch viel Material. Da kann man sich dann einfach so ein bisschen was nehmen und kann das dann über die Holzoberfläche einfach ziehen. Da kann man dann immer schön Bahn für Bahn über das Holz gehen und man sieht direkt, wie schön die Maserung angefeuert wird. Das ist wirklich eine ganz, ganz tolle Sache. Falls ihr solche leichten Fehler im Holz habt, wie zum Beispiel hier diesen Haarriss oder hier dieser einfache Riss, dann könnt ihr da das Finish auch ideal benutzen, denn durch den Wachsanteil wird halt eben so ein feiner Riss ausgefüllt und das ergibt dann halt eben trotzdem, obwohl hier ein feiner Haarriss drin ist, eine sehr, sehr schöne Optik und man sieht den Riss auch nicht mehr so sehr. Hier habe ich das Finish jetzt einfach mal aufgerieben und ihr könnt wirklich einen krassen Unterschied erkennen. Hier ist das Holz behandelt und hier halt eben noch nicht. Und wie gesagt, das ist sehr, sehr schönes Holz und in der Kombination sieht es halt einfach sehr toll aus. Und das hier ist sogar nur die Unterseite, die Oberseite, da haben wir die Risse hier auch noch ausgefüllt. Da wird es dann nochmal eine Portion schöner aussehen. Als nächstes kann ich mal das Tischgestell auflegen, denn das werde ich jetzt zunächst mal verschrauben. Ihr seht ja, dass das Gestell jetzt noch ein gutes Stück kürzer als die Tischplatte ist und das ist auch das Schöne an dem Design. Das kann man nämlich ganz einfach an die Länge der jeweiligen Schreibtischplatte anpassen und deswegen kann ich das jetzt hier ein Stück verbreitern. So kann ein Schreibtisch dann auch wirklich sehr, sehr breit werden.
Es ist natürlich immer ein tolles Gefühl, wenn man kurz davor ist, ein Projekt, an dem man schon mehrere Stunden gearbeitet hat, abzuschließen. Aber schreib mir doch gerne mal in die Kommentare, was dir am besten gefällt, wenn du ein Projekt angehst. Ist es vielleicht die Holzauswahl, ist es der Zuschnitt, ist es die Schleifarbeit oder ist es am Schluss das Finish aufzutragen? Schreib es mir gerne mal in die Kommentare, würde mich auf jeden Fall interessieren. Ist das geil. Stolz-Turbo geil. Nehmen wir einfach an, ich müsste jetzt was lasern, dann könnte ich das Ganze einfach in die stehende Position bringen. Also ist schon cool. Das ist wirklich, wirklich cool. Dann könnte ich hier ganz einfach die Teile in den Laser reinlegen. Ich hätte rechts immer noch viel Platz, um auch was hinlegen zu können. Und wenn ich halt eben muss, kann ich jetzt irgendwie was im Programm dann verändern, damit das Lasern halt eben dann wirklich funktioniert. Und wenn ich dann doch mal wieder warten hier in der Werkstatt mehr am Computer machen muss, dann könnte ich das auch einfach wieder runterfahren und mich halt dann einfach dran setzen. Und das ist halt wirklich mit das Beste, was hier geht. Vorher habe ich immer irgendwie an der Werkbank gesessen. Das war ungemütlich und hat nicht gut funktioniert. Und das ist halt wirklich die perfekte Variante. Ein absolut tolles und auch auf jeden Fall sinnvolles Projekt heute. Praktisch und schön. Und wenn ich irgendwann mal vielleicht noch mehr Büroflächen habe, dann kann ich diesen Tisch hier auch einfach ganz einfach nehmen und habe einen richtig, richtig vollwertigen Schreibtisch mit einer wunderschönen Holzplatte. Schaut auf jeden Fall in die Videobeschreibung. Dort findet ihr ein paar Informationen zu dem Schreibtischgestell. Da könnt ihr euch da noch ein paar Informationen halt eben anschauen und außerdem findet ihr auch dort das Finish, was ich für die Oberfläche benutzt habe. Das soll es hier heute gewesen sein. Schau dir unbedingt noch eins von diesen beiden Videos an. Da geht es auch so ein bisschen was Handwerkliches und das soll es hier heute gewesen sein. Tschüss.